Hallo zusammen und guten Morgen. Willkommen auf AdobeLive.com. Ich bin hier mit Katharina Stolze und diese Woche, diese drei Tage, die wir zusammen verbringen werden, alles auf Deutsch. Mit meinem schlechten Deutsch natürlich, weil eigentlich bin ich in Köln geboren. Wusstest du das? Nein. Ja, Köln geboren, aber nach ungefähr 4 Wochen wurde ich nach New York geschickt. Und naja, mit meinem schlechten Deutsch, aber dem guten Deutsch von Katharina und anderen Gästen, dem Marius Bauer, der Rainer Rösing, die Melanie David, werden wir in diesen 3 Tagen über UX Design reden und auch erfahren, was das alles ist, warum alle über UX Design reden und warum das wichtig ist und wie das alles laufen kann. Und in diesen 3 Tagen werden wir auf verschiedensten Projekten arbeiten. Katharina werden wir gleich erfahren, worüber wir reden werden in diesen 3 Tagen. Und willkommen in die Chat. Hallo, hallo Thomas, hallo Peter. Wo seid ihr eigentlich alle her? Schreibt das schnell in das Chat rein, um so, dass wir eine Idee bekommen, woher ihr eigentlich diesen Livestream anguckt. Hallo Silke. Guten Morgen Silke. ja. Okay, also, und mit diesen Adobe Lives natürlich werden wir in jedem Stream, also diese Streams gehen, also ihr seht das im Programm auf AdobeLive.com, ist das Schedule und da könnt ihr genau sehen, wie das alles funktioniert. Ah, Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf, Magdeburg, hallo Julia, Magdeburg, da ist auch der Evil Cerise, unser super Moderator hier im Chat. Und eine andere Sache, die vielleicht willst du schnell vorbeikommen, Clive. Clive ist unser Co-Moderator. Clive kommt aus, hallo Clive, aus Berlin und ist auch ein UX-Design-Expert und der wird die nächsten Streams auch moderieren. Okay. Oh, hallo Clive. Bis gleich. Ja. Liebe Leute. Also in 2 Stunden geht es dann weiter mit Rainer und dann nach Rainer ist da Marius und am Ende des Tages von 16 Uhr bis 18 Uhr ist dann die Melanie. Okay? Kate. Ja. Hallo. Hallo. und wie gesagt, hallo im Chat. Oh, Berlin, Sauerland, Stuttgart, überall aus Deutschland. Ah, und schön. Weißt du, das ist eigentlich der dritte Stream, den wir machen auf Deutsch? Wir haben ein paar Testproben gemacht, um zu sehen, ob das eigentlich funktioniert, ob die Leute da zuschauen. Und wir haben gesehen, die Leute in Deutschland gucken zu. In Deutschland, Schweiz und Österreich. Entschuldigung. Okay, das ist natürlich nicht nur Deutschland. Okay, ist irgendjemand da von Österreich und Schweiz? Also im deutschsprachigen Raum. Und ab September, ab jetzt, werden wir monatlich einen Livestream auf Deutsch haben. Der nächste ist schon im Oktober geplant. Das wird gerade in der Woche nach Max, Adobe Max sein. Das ist unser großes Event in Las Vegas. Und dann kommen wir zurück natürlich mit News von Adobe Max und gucken und reden wir dann über die verschiedensten Designmöglichkeiten, die an Adobe Max vorgestellt worden sind. Kate, jetzt gehen wir an dich. Soll ich auf deinen Computerscreen gehen, ja, um gerne. Zu sehen, was da so und wow, und da schon sehen wir dein Screen, dein Behance-Portfolio und vielleicht willst du uns ein wenig erklären, wer du bist, was du machst. Gerne, ja, ich bin Kate, ich komme aus Hamburg, habe recht früh mit Produkt- und Service-Design angefangen, war jetzt die letzten 4 Jahre in einem kleinen Designstudio in Hamburg. Produkt- und Service-Design. Genau, also okay. Rein Apps und alles, was im digitalen Raum stattfindet. Mhm. Genau, und haben unterschiedlichste Projekte gemacht, angefangen mit Content-Projekten, wo wir Magazine aufgearbeitet haben für iPad und iPhone, natürlich auch responsive Websites und
Apps. Mhm. Genau, und das, darum wird sich jetzt auch heute oder beziehungsweise die nächsten 3 Tage mein Thema handeln und ich bin gespannt. Cool. Ja. Was ist deine, wie sagt man, Education? Wie bist du in den Beruf reingekommen? Also ich habe ganz klassisch Kommunikationsdesign studiert, auch in Hamburg am Institute of Design. Und habe dort eigentlich auch schon relativ früh angefangen, in Agenturen zu arbeiten, nebenbei als Werkstudentin. Angefangen mit einem Praktikum im 3. Semester, wo ich dann auch übernommen wurde und habe eigentlich die ganze Zeit auch schon während meines Studiums in dem Bereich auch gearbeitet und bin mehr oder weniger direkt ins Digitale reingeschlittert. Okay. Die meisten Unis haben ja oder hatten zu der Zeit noch nicht so einen Schwerpunkt auf digital. So war das ganz gut, dass man da direkt reingeboren wurde. Cool. Ja. Okay, und ja, vielleicht willst du ein paar Arbeiten von dir zeigen? Gerne. Genau, also auf meinem Behance-Profil, ihr findet mich unter Katharina Funkenflug. Funkenflug ist mein Künstlername. Auf Dribbble und so weiter findet ihr mich da auch. Genau. Okay, kannst du noch ein wenig erklären? Ja, es ist eigentlich ist eine ganz schöne Assoziation, weil Funkenflug hat irgendwie was mit Sprießen zu tun, mit Ideen, mit jemanden anders anstecken, ein Feuer entfachen und hat irgendwie was ganz Positives. Ah, cool. Ich habe nämlich gedacht, als ich gesagt habe, Katharina Funkenflug, okay, und jetzt stolze, vielleicht hat sie ja gerade geheiratet oder so. Ja, Funkenflug. Das wäre doch schön. Ja. Einfach ein schönes deutsches Wort, womit man was Positives verbinden kann. Funkenflug. Ich hoffe, Kate, dass ich euch heute auch mitreißen kann und die nächsten Tage. auf meinem Behance-Portfolio findet ihr eigentlich so ziemlich alle Arbeiten, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Das ist recht gut gepflegt, da könnt ihr euch mal durchklicken. Angefangen mit digitalem Branding, was jetzt nicht App-spezifisch ist, für Sina Schrader beispielsweise, Apps für den Spiegel oder für Red Bull oder auch den Europapark, werden vielleicht auch einige von euch kennen, ist ja auch recht bekannt in Deutschland. Ist das Europapark Rust? Ganz genau. Ja, sogar ich kenne das Marketing davon, ja. Das Name in meinem Kopf geblieben ist, Genau, und Harrods. Und was ich euch ganz gerne vorstellen würde heute, ist der Red Bull Case, weil es einer meiner Lieblingscases ist. Achso, ich habe ihn hier auch schon offen. Weil es einer meiner Lieblingscases ist, der einfach, ich meine, Red Bull ist ja schon mal eine großartige Marke und für so einen Kunden zu arbeiten, ist, glaube ich, schon ein kleiner Traum. Und für Red Bull haben wir... das war zu der Zeit, wo ich bei Swipe gearbeitet habe, haben wir den Relaunch von Red Bulletin gemacht. Mhm. Red Bulletin ist so ein Magazin, was sie rausbringen, das kennt ihr wahrscheinlich. Red Bulletin. Genau. Das. Und dafür haben wir den Website-Relaunch gemacht, haben dann noch eine kleine App ausgelagert, die zeige ich gleich im Anschluss. Mhm. Und das Spannende an dem ganzen Projekt war eigentlich, dass wir es komplett dynamisch aufgebaut haben. Das heißt, im Hintergrund... liegt ein System, wo die Journalisten und die Redakteure ihre Sachen einspeisen können, Fotos, Texte und so weiter und sich im Prinzip eigentlich ihre Artikel zusammenklicken können im CMS, genau. Und, Content Management System. Wie wir eigentlich daran gestartet sind, ist natürlich, fängt man erstmal irgendwie mit einem Moodboard an und schaut, okay, wie fühlt sich die Marke eigentlich an, was ist so die Bildsprache, wen wollen wir ansprechen, was ist die Zielgruppe, wie gehen wir mit Typografie um, und da war uns eigentlich, oder da war mir recht schnell klar, dass das alles irgendwie bold sein muss, das muss aufregend sein, das muss Abenteuer sein. Hallo Nico. das muss abenteuerlich sein und das muss irgendwie die Leute in den Bann ziehen. Und so sind die ersten Moodboards entstanden. Das sieht man hier. Was ich eigentlich immer ganz gerne mache in den Behance Cases ist, dass man so ein bisschen ranführt an das Thema, dass man nicht nur die fertigen Sachen zeigt, sondern dass man einfach auch das dahinter zeigt, wie es entstanden ist und wie so der Werdegang sozusagen ist. Genau. Und aus diesen Moodboards sind die Module entstanden. Wir haben die komplette Seite modular aufgebaut
Das heißt, wir bestimmte Zusammensetzungen, Kombinationen verwenden wir wieder. Wir haben allerdings das so flexibel gehalten, dass man zum Beispiel Typografien miteinander tauschen kann, sodass es nicht nach einem Template aussieht, sondern sodass der Nutzer das Gefühl hat, dass es immer was anderes ist. Dass es nicht, nicht langweilig wird. Genau. Und so sind dann diese Teaser entstanden. Wir haben mit großflächiger Typo gearbeitet, auch auf Bild. Genau, und haben dann unterschiedliche Teaser entwickelt. Haben dann auch noch mit so Patterns gearbeitet, mit Bakterio-Patterns, die im Hintergrund liegen, die irgendwie auch ganz cool sind und das alles sehr modern machen. Genau. Das, was eigentlich spannend war an dem Job, war, dass wir wirklich, wie ich vielleicht auch vorhin schon gesagt habe, nicht mit fertigem Content gearbeitet haben, sondern das alles flexibel aufgebaut haben. Sodass jeglicher Inhalt in den Boxen eingepflegt werden konnte. Mhm, das heißt, man ist im Design nicht so rangegangen, dass man irgendwie ein Bild hat und einen Text, sondern man musste so arbeiten, dass es halt mit allen Bildern und allen Texten funktioniert hat. Das war auf jeden Fall eine ganz spannende Aufgabe. Genau. Und du sagst wir. Natürlich ist es immer ein das Team. Ja, na klar. Genau. Ja. Weil genau. Das ist nämlich auch wichtig, weil die meisten, natürlich, wenn man im UX-Bereich arbeitet, arbeitet man nie wirklich alleine. Ja. Das sind was wären da die professionellen Figuren, die mit dir zusammenarbeiten? Wir waren im Design-Team, das war recht klein. Zu der Zeit waren wir, glaube ich, 4 Leute. Und wir haben Konzept und Design bis hin zur Schnittstelle und Übergabe zur Technik, haben wir eigentlich komplett alles gemacht. Meine Aufgabe war dann natürlich irgendwie Stilfindung und der ganze Aufbau von dem Produkt oder von dem Projekt und natürlich auch strategische Arbeit. Ne? Da ist Workshops mit dem Kunden. Genau. Cool. Warte. Da war eine Frage über cool, full responsive? Klar. Das ist ein Muss. Max Witt. Nein. Full responsive. Ja, das absolut, natürlich, das ist eine Sache, die wir in diesen 3 Tagen auch viel hören werden. Das ist natürlich responsive Design. Das sind alles Sachen, die wir. Von denen wir lernen werden. Genau, hier sieht man es auch nochmal auf Mobile. Diesen Teaser hatten wir oben auch schon. So sieht das Ganze dann auf Mobile aus. Natürlich muss man da immer schauen, dass die Module sich dann anders verhalten, dass es wirklich auch auf das Device angepasst ist, weil einfach nur stumpf runterskalieren funktioniert ja einfach. Nein. Genau. Okay, und Kate, also möchtest du noch eine andere Arbeit zeigen vielleicht? Ich gehe mal zurück. Weil ich eben gelesen habe, Europa-Park, da kommen Kindheitserinnerungen. Ja. Dann gehen wir doch vielleicht mal in den Europa-Park-Case rein. Ja, und der André J. Meissner ist im Chat auch. Der arbeitet auch bei Adobe. Ah, cool. Hallo Jay. Der kümmert sich um das ganze UX-Thema in ganz Europa. Und danke, dass du dabei bist. Und genau. Guck mal, ob ich dich Moderator machen kann. Genau, das ist der Europa-Park-Case. Der ist auch relativ frisch. Die App ist auch schon auf dem Markt. Also falls ihr demnächst mal im Europa-Park sein solltet, könnt ihr die live testen. Das, was ganz schön ist, dass wir das alles ein bisschen mehr mit Leben aufgearbeitet haben. Ne? Man soll halt schon von Anfang an irgendwie das Gefühl von Attraktionen, von Freizeitpark bekommen. Und da haben wir... Von Risiko. Genau. Warte, lass das mal. Ich probiere mal schnell was. Bist du bereit? Ja. Jetzt sind wir im Europapark. Yeah! Wow. Okay. Für die jetzt sich nicht Achterbahn fahren können, müsst ihr wegschauen. Ja, cool.
Genau, und das war ein ganz schöner Case. Wir haben natürlich Detailseiten zu den einzelnen Attraktionen, wo man schauen kann, ne, wie heißt die Attraktion, in welchem Bereich im Europapark liegt sie, was ist das für eine Attraktion, ist es Wahnsinn oder ist es eher für Kinder, was ist das Mindestalter, halt all solche Sachen, die einen interessieren. Wenn man die Mindesthöhe. Genau, ja. Wie groß man sein darf. Darf und sein muss. Genau, Minimum 170 Zentimeter zum Beispiel. Okay. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, noch ein, ein Layout-Stand. Ja. Genau. Und Wuma 2000 fragt, sorry nochmal vollständig, wie sieht das bei den Beispielen bei Behance und den Urheberrechten aus? Musstest du dafür Genehmigungen einholen, Katharina, oder lief das? Wie macht ihr das? Also die Genehmigungen haben wir im Prinzip von, wir haben dieselben Cases auch auf Swipe, der Swipe.de Seite gehabt und daraus haben wir dann immer die Behance Cases abgeleitet, genau. Also am besten mit dem Kunden absprechen oder mit der Agentur, für die ihr das gemacht habt und dann sollte das passen. Und Julia, da sieht man mal, wie viel Denkarbeit in die Entwicklung gesteckt werden muss, damit es nicht nur schick aussieht, sondern auch Storytelling und Seele hat. Absolut. Da, da trägt natürlich auch das Konzept sehr viel bei, ne? Dass man wirklich schaut, was möchten die Nutzer, was ist die Erwartungshaltung. Wir haben beispielsweise auch ein Feature drin, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in dem Beispiel mit drin habe. Dass wenn die Nutzer im Europapark sind, dass sie die Wartezeit an der Attraktion einsehen können. Wow, das ist cool. Genau, was natürlich super ist. Ja. Wir hätten uns gewünscht, dass man das auch außerhalb des Parks sehen kann, aber das durften wir leider nicht. Okay. Und Daniel sagt, by the way, wir kooperieren ebenfalls mit dem Europapark-Host Fernseher von Technisat, made in Germany. Yay, cool. Ja. Das ist das Europapark-Thema gewesen. Cool. Also, reden wir ein wenig über, woran du arbeiten möchtest in den drei nächsten Tagen, in den nächsten 6 Stunden. Zwei Stunden pro Tag. Genau, was ich mitgebracht habe, ist, ich führe immer so ein Ideenheft, wo ich, wenn man mal irgendwie ein Weinchen trinken ist und gute Ideen hatte, wo man einfach Ideen aufschreibt, für Apps oder für Websites oder für Produkte, die man schon unbedingt haben wollte oder die man gebrauchen kann. Und da habe ich einmal meine Ideen durchgescannt und habe euch eine Sache mitgebracht. Und zwar beschäftigen wir uns die nächsten Tage mit dem wunderschönen Thema Reise. Reise. Genau. Ich wollte irgendwas mitbringen, was irgendwie Spaß macht, wo jeder einen Zugang hat. Ich glaube, dass jeder gerne reist. Und womit wir einfach viel Spaß haben werden. Genau. Okay. Reisen. Reisen. Warte mal, da waren wir. Schimmer von da hinten. Okay, so. Genau. Okay, und, also da hast du Skizzen. Wollen wir mal zeigen, wie diese Skizzen aussehen? Kommt genau, mal, ob ich meine Kamera schnell anmachen kann. Das ist Adobe Live. Alles live. Gucken wir mal. So. Und das ist. So, gut. Vielleicht, wenn ich die Kamera so hin tue. Genau, da sieht man es noch besser. Und so. Genau. So sehen also die ersten Skizzen aus. Aber vielleicht erzähle ich erstmal kurz was zu der Idee. Und zwar sind wir drauf gekommen, ich bin letztes Jahr mit meinem Freund nach Costa Rica gereist. Und wie das nun mal so ist, wenn man eine große Reise antritt. Was muss ich alles einpacken? Und ich glaube, es geht jedem so, dass man sich irgendwie durchs Internet wühlt und irgendwelche PDF-Listen sich raussucht für das jeweilige Reiseland und guckt, wie wird das Wetter, was muss ich einpacken, Regenjacke, lange Unterhose, keine Ahnung was. Aber man eigentlich nie so eine Quelle hat, wo man schon so eine vorgefertigte Liste hat. Zumindest geht es mir so. Und so ist eigentlich auch die Idee entstanden, nämlich eine App, die einem dabei hilft, den Koffer zu packen, sodass man nichts vergisst. Die einen so gut kennt und genau weiß, wo man hinfährt, dass sie einem speziell auf die Reise, die man vorhat, Vorschläge macht, was man mitnehmen sollte. Okay. Genau.
das ist die Idee. Und wie ich rangegangen bin, ich bin, genau, als erstes mache ich mir, das ist jetzt ein bisschen wild, aber als erstes schreibt man sich erstmal irgendwie so Ansätze auf, die man cool findet, ne? Was braucht es? Eine Packing-List. Man braucht natürlich irgendwie einen Splash-Screen, der einen schön abholt. Ein Login brauchen wir auch. Und dann gibt es ganz viele Fragen, die erstmal im Raum stehen. Ne? Wo fährt man hin? Wie lange bleibt man? Fährt man alleine? Ist es ein Wanderurlaub? Ist es ein Festival? Oder ist es einfach ein Entspannungsurlaub? Das hängt natürlich auch davon ab, was man einpacken muss. Genau, und all solche Sachen. Bis man dann zu einer Packing-List kommt, die auch nochmal mit verschiedenen Funktionen ausgestattet ist, wo man einmal sieht, okay, welche Kategorien gibt es, Kleidung, Medikamente, Dokumente, all solche Dinge, also die verschiedenen Kategorien, die unterteilt sind, wo man die Anzahl der jeweiligen Sachen sieht, die man einpacken soll, 5 T-Shirts, 10 T-Shirts, wie auch immer. Und es muss natürlich irgendwie die Möglichkeit geben, seinen Reisepartner mit hinzuzufügen. Ja, ja. Wer kennt das nicht? Am Abend vorher, was hast du denn alles eingepackt? Kannst du mich mal kurz abfragen, hast du 10 T-Shirts oder nur 5? genau das soll dabei helfen oder die App soll dabei unterstützen. Genau. Und so habe ich erstmal ganz viele Skizzen gemacht und habe erstmal alles aufgezeichnet, was mir eingefallen ist. Habe alles festgehalten. Das kann auch, finde ich, erstmal wirklich ganz wild sein, weil es ist wirklich, es dient dazu erstmal, dass man die Idee auf Blatt Papier hat und einfach nichts vergisst. Da muss es noch nicht schön aussehen, das kann auch ganz wild aussehen, Hauptsache man findet sich irgendwie zurecht. Und dann der zweite Schritt ist, die ganzen Ideen, die man vorher irgendwie aus dem Kopf geworfen hat und abgeladen hat, dass man die in eine Form bringt. Das mache ich immer ganz gerne dann mit Scribbles, wo ich oben immer ungefähr festhalte, was der Inhalt ist. Das muss auch später überhaupt nicht so aussehen, sondern es ist erstmal wirklich nur so als Gedankenstütze. Und darunter schon mal einzelne Funktionen, was auf jeden Fall dort stattfinden muss. So, hier beispielsweise, das ist jetzt der Login oder der Registrierungsscreen, ne, dass man entweder eine E-Mail-Registrierung hat oder eine Facebook-Registrierung. Und dann habe ich mir überlegt, könnte man diese ganzen Fragenkatalog zu der jeweiligen Reise, könnte man auch ganz charmant lösen über eine Art Chat-Funktion. Damit man einfach nicht endlos Formulare ausfüllen muss, sondern damit man so ein bisschen da durchgeleitet wird. Ich finde, dass das auch immer eine ganz schöne, ja, dass es auch sehr wichtig ist für Apps. Wir können ja mal umschalten. Ich glaube, das, weißt du, das ist ein Echo. Ah. Okay, wir hören ja mal so gleich auf mit dem Telefon. Okay. Da bist du noch da. Nee, wir können auch umschalten. Warte. Ich guck mal schnell, ob ich darf. So, jetzt sollte das Telefon nicht mehr drin sein. Sehr gut. Okay. Ist immer noch doppelt? Nein, das ist okay. Jetzt ist eine verspätet hier. Nein. Das ist schade, ja. genau. Das, was ich finde, was ja jetzt in der heutigen Zeit eigentlich sehr schön ist, dass alles irgendwie, dass es immer darum geht, irgendwie eine Geschichte zu erzählen, dass man die Leute abholt. Oh, Richard hat mir gerade eine E-Mail geschickt vor der Kamera. Okay, kein Problem. Okay. Machen wir fertig mit den Skizzen, dann geht das. Genau. Da sieht man nochmal die zweite Seite. Okay. Ich glaube, jetzt können wir auch umschalten. Okay, schalten wir um. So, dass der Doppelton weggeht, das müssen wir dann rausfinden, wie wir das machen. Okay, cool. Genau. Als ob ihr im Flugzeug sitzt. Ja, wir sitzen im Flugzeug, natürlich, Thomas. Warte, da war eine Sache, die können die User der App auch Vorschläge machen, wenn ein Gepäckstück nicht auf der Liste stand?
wenn ein... Ach so, ja klar. du meinst, wenn du, keine Ahnung, auch eine Taschenlampe mitnehmen möchtest, obwohl sie mir nicht vorgeschlagen wurde. Mhm. Ja, finde ich, ist auf jeden Fall ein Muss, weil keine App kann beim ersten Anmelden einen so gut kennen, genau, und perfekt, mhm, wissen, was man einpacken muss. Das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen, ja, so ein... Und vielleicht sagt mir die App dann mir, wenn ich auch nach Costa Rica gehe, sagt Costa Rica, hast du, mhm, gesagt? Ja. Warum Costa Rica? Ich möchte auch gerne nach Costa Rica. Ja, das ist einer der Länder, wo ich hin möchte. Ja, das ist auf meiner Bucketlist. Ja, und vielleicht sagt mir dann, oh, Kate F. hat auch eine Taschenlampe mitgenommen. Genau. Möchtest du, ja, auch eine Taschenlampe mitnehmen? keine Taschenlampe ohne Batterien. Und die Batterien. Ah, die Batterien natürlich. Aha. Ja, genau. Und die App würde dann natürlich nach und nach lernen, mhm, was man für Bedürfnisse hat, was man für ein Reisetyp ist, ob man jetzt eher der Abenteurer, mhm, ist oder vielleicht eher der Daddy, der mit der Familie losfährt. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Szenarien oder, mhm, unterschiedliche Typen, die, mhm, die App nutzen könnten. Und die muss natürlich für alle funktionieren. Mhm. Genau. Okay, warte, ich hatte gerade etwas im Kopf, aber es ist schon weg. ja, also wie geht das jetzt weiter? Nein, ich wollte fragen, wir haben noch keinen Namen für diese App, oder? Nein, wir haben keinen Namen für diese App. Und machen wir das so. fragen wir mal im Chat, habt ihr eine Idee für einen Namen für so eine Packungs-App? Und der Name, der Kate auswählen wird für die App, also der Name, der am meisten gefällt, wird ein Creative Cloud Abo für ein Jahr gewinnen. Hört sich das gut an? Das klingt so. Das sowas ist ziemlich cool. Also, kreativ, Kofta, My Mac App Face, ja natürlich. Buck, genau. Packsack, Koffer. Ah, einfach Koffer. Thorsten, das ist sehr, sehr kreativ. Ja, einfach Koffer. Schön deutsch. Genau. Ist es jetzt besser? Ich glaube, es hatte jemand geschrieben, dass ich ein bisschen zu leise bin. Ah. Schreibt einfach nochmal, wenn... Okay, pack it, 7 Sachen. Pack it up. Packy, Abpacker. Etwas auf Deutsch? Wanderlust. Wanderlust, auch schön. Mhm. Genau, vielleicht... Pack und Weg. Packer. Stimmpack. Logical Basket App. Hm. Trip-Zip. Pack and Go. Stimmpack. Vergiss mich nicht. Hm. Smart Case. Ja, es darf gerne was Charmantes sein, finde ich. Weil gerade, ja, so das Thema Sachen. Reisen ist doch eigentlich... Das kann man schön aufladen mit Emotionen. Packesel. 7 Sachen. Hm. Fernweh. Finde ich auch nicht schlecht. Ja? Ist auch gut. Auf und davon. I pack my bag. Packfreund. Fernweh. Okay, du machst weiter. Ich gucke mir da. Genau. Dann können wir immer zurückkommen zu den Namen und dann suchen wir einen aus. 7 Things. Auch nicht schlecht. Genau. Und nachdem ich also irgendwie die ganzen Scribbles gemacht habe und mehr in dieses Thema reingekommen bin, habe ich gesagt, okay, oder gehe ich immer ran und muss mich erstmal so ein bisschen in die Welt einfühlen. Und was ich dann mache, ist, ich habe immer in meinem Kreationsordner immer einen Ordner Material, wo ich erstmal alles sammle, was ich irgendwie interessant finde für das Projekt. Mhm. Das können Icons sein, die ich charmant finde, das können Bildwelten sein oder auch Moods wirklich für Interfaces. Und ich würde da einmal reingehen, vielleicht um euch schon mal so ein bisschen auf das Reisethema einzustimmen. Wo ich erstmal mich mit dem ganzen Thema beschäftige, in dem Falle jetzt Reisen. Bei dem Europapark wäre es zum Beispiel Achterbahn oder Freizeitpark gewesen, was man einfach damit verbindet. Das muss, mhm, noch nicht mal so, es müssen noch nicht mal so, so Dinge sein, die man sofort im Kopf, mhm, hat, sondern es könnten auch solche Sachen sein wie Zuckerwatte. Einfach Dinge, die
charmant sind und die ein Gefühl auslösen vielleicht auch. Genau. Und so habe ich schon mal ganz viele Moodboards zusammengesammelt, beziehungsweise ganz viele Moodbilder zusammengesammelt, die dann auch später für das Moodboard verwendet werden. Das sind solche Sachen, ne? Wie irgendwie mit dem Bus durch die Gegend. Das sind einfach Bilder aus dem Internet. Genau. Mhm. Die sind jetzt zusammengesammelt. Auf Karten schauen. Mhm. Alles, was irgendwie ein Reisegefühl auslöst. Oder benutzt du Sachen wie Pinterest? Auch, ja. Ja? Ja. Okay. Bei Pinterest sind meist auch sehr schöne Sachen dabei. Allerdings hat man dann, um deine Moodboards zu machen. Achso, nee, das eher weniger. Ja. Um zu suchen schon. Mhm. Aber für Moodboards eigentlich eher. Weil viele, ich hab schon viele Grafiker getroffen, die Pinterest als Moodboard benutzen. Also für ihre Bilder da rein. Eher für meine privaten Sachen. Da sind dann eher so Interior-Sachen mit bei. Aber für so konkrete Jobs mache ich mir meist eigentlich immer Ordner. Mhm. Okay. Genau. Ja, auch solche Sachen wie, ne? Sachen aufschreiben, eine händische Liste machen. Mit dem Auto rumreisen. Im Regen. Im Regen. Achso, vielleicht, genau, da die Costa Rica-Reise jetzt ja schon ein Jahr zurückliegt und jetzt natürlich der nächste Urlaub ansteht und ich Island ganz spannend finde als Reiseland, habe ich mir jetzt das Thema Island ausgesucht. Das werdet ihr hier wahrscheinlich auch schon so ein bisschen sehen. Das geht alles in so eine isländische Richtung. Also viel Natur, viel Wandern, Abenteuer, Backpacking, vielleicht auch Camping, Klettern. Mhm. Ich wollte nur zwei Fragen da beantworten. Ja. Eine war über das Portfolio und die Urheberrechte und so. Und ich denke, das ist genauso wie ein Portfolio in den 90er Jahren, wo es alles ausgedruckt war in einem Broschüre oder so. Und ich denke, dass wenn man eine Arbeit für einen Kunden macht und dann diese Arbeit dann auch publiziert, ob das auf einer Webseite ist oder auf Behance oder so, das sind Arbeiten, die veröffentlicht sind. Deshalb, genau. Und wenn du dran gearbeitet hast, dann ist es auch nur richtig, dass du die zeigen kannst. Das ist eben, was ein Portfolio ist. Und ich denke, da das Spiel, wenn du für Red Bull oder Europa-Park gearbeitet hast, dann ist es auch richtig, dass du das zeigen kannst. Und die Kunden sagen meistens, wenn sie das nicht wollen, sagen sie es einfach. Sagen sie, nein, das bitte nicht publizieren, das ist, da ist ein NDA, Non-Disclosure Agreement oder solche Sachen. Und dann macht man es natürlich nicht. Aber in den meisten Fällen kann man das natürlich schon machen. Und Sören Münzer sagt, bei Pinterest klickt man sich oft dusselig, bis man dann merkt, der Ursprung wurde wieder geklaut. Der Ursprung, ich weiß nicht, was du damit meinst, weil Pinterest ist wirklich eine Form von Moodboarding, wo du durch das Internet gehst und wenn du Bilder siehst, die du in dein Moodboard reinholen möchtest, einfach da reinholst. Und natürlich sind das Bilder von anderen. Ja. Aber das Coole bei Pinterest ist, wenn du auf das Bild klickst oder auf die Grafik oder so, dann kommt man immer zum Originalen zurück. Na, ob das Originale jetzt kopiert ist oder nicht, das weiß man natürlich nicht. Und das ist natürlich ein Riesenproblem mit Internet und besonders mit diesen Crowdsourcing Designs wie 99 Designs oder Fiverr oder solche Sachen, wo eigentlich ziemlich viel kopiert wird, denke ich. Oder? Da wird es ein wenig spannend. Aber gerade so für die Moodboard-Phase ist es ja absolut legitim oder ist es eigentlich ein Muss, Fremdmaterial zu nutzen, weil man einfach am Anfang von dem Projekt steht und ja selber eigentlich für das Projekt. Man muss sich da erstmal so ein bisschen rantasten. Was ich auch immer sage ist, keine Ideen kommen von nix. Und ich denke, ein Designer, der ist nur so gut wie die Menge von den Sachen, die der Designer gesehen hat, gehört hat, und gesehen hat, ja. Und weiterverarbeiten kann. Genau, weiterverarbeiten kann im Kopf. Und das ist dann eben die Kreativität. Also Rainer Klute sagt, das sehen die Juristen etwas anders, Rufus. Auch wenn der Kunde okay sagt, bräuchte man laut AGB
der Bildanbieter noch eine weitere Lizenz für die Eigenwerbung. Ah, okay. Also das vielleicht... Beim Europapark war es zum Beispiel so, dass, dass der Content natürlich vom Europapark geliefert wurde und das auch gleichzeitig der Kunde ist. Also da ist man dann ganz gut abgesichert. Ja. Yeah. Still like an artist, sagt der Clive. Der sitzt ja gerade da. okay. Wollen wir schnell gucken, ob wir da noch coole Namen haben? Ich gehe mal im Chat drauf. Gehen wir zurück. Auch Reisefieber hatten wir schon gesehen. Braucht eine Voting-Umfrage, ja, aber wenn wir noch keine, keinen Namen haben, Pack and Go, auf und davon, hin und weg, hinaus, Backup, My Pack, Pack My Back, Pack My Back, Pack It or Leave It. Warum Englisch, Jungs? Warum Englisch? Deutsch. Etwas auf Deutsch. Und gerne kurz und knackig. Ja, kurz und Es muss ja auch unter das App-Icon passen. Rucksack. Oder Backup. Roadtripping. Unterwegs. Check und Weg. Backupping. Campfire. Ich packe meinen Koffer. Travel Mom. Ah. Hier ist die Mutter, da über die Schulter guckt und sagt, Kate, nimm das und das mit. Ja, hast du das genommen? Ja. Alles dabei? Trip.zip. Valise de jour auf Französisch. Ah, vielleicht wissen die, dass wir aus Paris streamen. Checkpack, Check und Weg, Pack-Check, Bag-Check, Wandering, Bag it up, The Travel Case, Wanderwunder, Bündel. Sind wir fast am Ende hier. Pack es. Rucks ab. Auf und davon. Und hopp. Was gefällt dir schon was da? Dabei trage. Wir können ja mal in die App einsteigen und wahrscheinlich finden wir dann sowieso noch. Genau. Füllen wir uns alle so ein bisschen rein und dann schauen wir nochmal durch die Sachen und gucken, was davon am besten passt. Vergiss mich nicht. Ja. Coole Ansätze dabei. Ihr seid super. Ja, cool. Achso, vielleicht noch eine Sache zu den Behance Cases. Ich finde es wirklich immer schön, dass man irgendwie den Weg zu dem Projekt zeigt oder zu dem fertigen, zu der fertigen Arbeit, dass man nicht wirklich nur das fertige, feingeschliffene zeigt, sondern dass man auch die Steps davor zeigt, weil ich glaube, gerade bei Behance ist es den Leuten wichtig zu sehen, wie man rangeht. Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil auch als ich Designer suchte für diesen Stream, natürlich bin ich auf Behance gegangen, da habe ich dich gefunden. Und was ich gern hatte an deinem Portfolio war eben, wie du erklärst, wie alles zusammenkommt. Ein Portfolio ist nicht nur ein Bild dahin tun und denken, das ist so schön, die Leute werden das mögen und die werden mir Arbeit geben. Nein, so funktioniert das nicht. Die meisten Leute, die auf Behance suchen, die wollen auch verstehen, wer du bist, wie du arbeitest, wie du denkst. Und deshalb ist es immer wichtig, eben je mehr Informationen über die, wie die Methode in das Portfolio reinzutun. Halbdog hat gerade noch geschrieben, den Prozess zeigen, das Fertige zuerst zeigen und dann von vorne den Prozess zeigen. Ich glaube, das kannst du machen, wie du magst. Es kommt darauf an, wie du den Case aufbaust. Ich glaube, dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Hauptsache ist, dass der Nutzer gut durchgeleitet wird und versteht, das ist das fertige Produkt und so ist man da hingekommen. Dass er danach nicht verwirrt ist, was ist jetzt das Fertige und was nicht. Ich glaube, man kann beides machen. Und das Coole in diesen Adobe Livestreams ist, dass im Laufe des Tages werden wir vier verschiedene Designer treffen und wir werden sehen, das sind sehr wahrscheinlich vier verschiedene Arbeitsweisen. Aber was ich mir denke, ist, es fängt alles mit Skizzen an. Ja. Das machen alle. Und
Das haben wir auch bei Adobe probiert. Machen wir das digital, probieren wir auf dem iPad zu skizzen. Vielleicht wird die Melanie auf dem iPad skizzen, ich weiß nicht. Aber im Endeffekt kommen wir immer zurück aufs Papier. Ja. Oder? Ich glaube, dass es auch einfach für den ersten Schritt am einfachsten ist. Hm. Man hat am wenigsten Angst. Sobald man sich an ein Programm setzt, ist man schon in dem Modus, jetzt muss man es irgendwie, jetzt schiebt man das nochmal ein Stück nach rechts und nochmal ein Stück nach links. Wenn man einfach erstmal wählt, ob schön oder nicht, ist völlig egal. Wenn man erstmal anfängt, die Idee einfach irgendwie auf Papier zu bringen, dann ist man schon ganz weit. Kommen wir noch Packtipp. Ah, Packtipp hört sich gut an, von Carola. Ah. Pickpack up, Urlaubsfieber. Ja, da vorne. Dinge. Sollte man, glaube ich, auch noch ein ganz schönes. Ja. Path, alles mit. Pack and Gin, Back, Pack. Sack, Pack, Sack und Pack. Auch wenn es Englisch ist, ich finde Distance auch ganz schön. Ah, Distance. Warum nicht auf Deutsch? Distanz. Sehr hart. Distanz. Distanz. Warte, dann noch eine Frage. Sollte man als Student Geld in Bildmaterial investieren, wenn es fiktive Projekte sind? Kommt drauf an, glaube ich, wie ausschlaggebend das Bildmaterial für das Projekt ist. Wenn es ein Projekt ist, wie jetzt zum Beispiel ein Red Bull, macht es vielleicht Sinn, irgendwie einzelne Teaserbilder wirklich zu kaufen. Mhm. Man findet auch schon wirklich günstige Bilder, die auch hochauflösend und echt gut sind im Internet. Falls ihr, ich weiß nicht, ob ihr Unsplash kennt, das ist immer für mich eine ganz schöne Anlaufstelle, um Moodboards oder Moodbilder zu finden. Unsplash sind Fotos, die man sich hochauflösend runterladen kann. Und die wird von der Foto-Community werden die hochgeladen und stehen zur Nutzung. Hm. Was ihr checken müsstet, ist, ob sie auch zur kommerziellen Nutzung zur Verfügung stehen. Aber für Moodboards oder für so erste Entwürfe ist es auf jeden Fall cool. Und wie ihr seht, die sind echt hochauflösend. Hier oben kann man downloaden und dann hat man sie direkt verfügbar. Und es sind nicht so stockige Bilder, sondern sie sind sehr, ja. Aber stockige Bilder, da haben wir unseren Freund da von Adobe Stock, das ist unser Art Director, den wir gerade anmachen. Okay. ja, und auf Adobe Stock, da eben, da haben wir auch natürlich Zugriff auf. Das sind auch nicht so stockige Bilder. Immer also, weniger. Als Stock sagt man immer, okay, wenn ich Doktor suche, habe ich da ein Bild von einem weißen Helm mit einem Stethoskop und so. Aber das wird alles viel, 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 viel schöner auch auf Adobe Stock. Und Adobe Stock ist eben auch mit Creative Cloud integriert und da kann man Bilder runterladen und die auch da benutzen. Und ich denke, für Studentenprojekte, wenn man die Bilder mit dem Watermark benutzt, kann das auch funktionieren. Weil als Student sind die Lehrer natürlich interessiert an der Idee, nicht unbedingt an. Wichtig ist, dass man dem Betrachter eine Welt aufmacht und ob da jetzt ein Wasserzeichen drauf ist oder nicht, das ist dann, glaube ich, um eine Welt aufzumachen, ist es dann auch egal. Packtivist. Backupping. Packesel. Ja. Genau, also hier, wie ihr seht, Adobe Stock hat auch wunderschönes Bildmaterial, was irgendwie Island-Feeling aufmacht, was das Wandern und das Reisen so ein bisschen beschreibt. Die Stulle für unterwegs ist auch mit dabei. Die was? Die Stulle für unterwegs. Ah, was ist eine Stulle? Reisenproviant. Ah, okay. Genau. Also das ist immer nach
nachdem man die Idee hat, kommt bei mir immer das Reinfinden in das Projekt, in die Welt, in ja, in welche Richtung man gehen möchte. Der Sohn sagt, die Lehrer in Deutschland sind aber leider laut Studie nicht digital unterwegs. Es fehlt an Bildung. Hast du das Gefühl? Also selbst an den Unis ist es manchmal so, dass sie so der digitalen Zeit immer so ein bisschen hinterherhinken. Ich glaube, dass es gerade so in dem Bereich auch wichtig ist, dass man neue Programme ausprobiert, dass man einfach ständig sich weiterbildet. Und ich glaube, dass es an vielen Schulen so ist, dass die Lehrer oder Dozenten ein bisschen eingefahren sind. Ja, mein Sohn, der fängt jetzt an im Kunstlyzeum. Lyzeum, sagt man das? Ja. So ein like High School. Also zwischen Hochschule? Wie? Gymnasium? Gymnasium, ja, also ein Kunstgymnasium. Da habe ich gesagt, oh wow, die benutzen noch CS4. Da habe ich meinem Sohn gesagt, okay, setz einfach in der Klasse, weil der macht schon YouTube, der mixt mit Premiere, macht seine Sachen in Photoshop und Illustrator. Da habe ich gesagt, okay, einfach still sitzen und einfach Ja sagen den Lehrern. Und dann, naja. Oh, der Chat ist ganz viel. Ja, Markus schreibt gerade, manchmal kann die Namensfindung doch genauso komplex werden wie die App-Entwicklung selbst. Ja, es ist manchmal so. Also wirklich der Name von der App, das ist manchmal nicht leicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir da was finden. Und dann ist es also immer auch das Ding, dass man heutzutage Namen finden muss, die noch ein Internet-Domain haben. Ja, das auch. Oder? Noch. Das auch noch. Dann, ja. sonst zum Beispiel packfrisch.de. Ist das schon genommen? Gucken wir mal. und also das wird noch so. .io. Ja, oder packfrischapp.de oder. Ja. Ja, das ist alles so kompliziert geworden. Und deshalb haben wir auch die merkwürdigsten Abnahmen heutzutage mit falsch geschriebenen Worten oder mit einfach Namen, die keine, A, E, O, U, was sind das? Ja. Vokalen? Ja. Vokalen? Ja. Sind das? Ich glaube schon, das sind Vokale, ja. Ja, okay. Fangfrage hier. Deutsche Grammatik. ja, ohne Vokalen oder solche Sachen. Das, ja. Aber in unserem Fall suchen wir einfach einen coolen Namen und es ist uns egal. Ach ja, wenn die Domain ich schon glaube, vergeben ist, große Enttäuschung, ja, Markus. Aber ich glaube, für unser Projekt jetzt müssen wir das, glaube ich, nicht checken, ob die Domain noch verfügbar ist. Also da könnt ihr euch Trippidu austoben. Okay, aus eigener Erfahrung kommen die richtigen Namen, wie wann immer sie wollen. Ja. Mal kann ein Name die Richtung eines ganzen Projektes beeinflussen, ja. Mal wird es sich am Ende noch schnell ausgedacht. Fang doch erstmal an, sagt David. Ja. Genau, David. Genau. Genau, ich war da eigentlich schon richtig. Ich habe immer so eine Ordnerstruktur, die ganz gut aufgeht. Ein Kreationsordner, in dem ich erstmal im Material alles Mögliche sammle. Die Bilder sind wir eben schon durchgegangen, die sind alle recht hochauflösend. Da achte ich schon am Anfang drauf, weil gerade so bei Moodboards ist es, und wenn man sie später auch einsetzt, ist es wichtig, dass sie irgendwie eine Qualität haben, weil man sich sonst, glaube ich, selber keinen Gefallen tut. Und dann schaue ich natürlich auch irgendwie nach geeignetem UI-Material, was ich irgendwie interessant finde, was vielleicht auch sogar schon mit dem Thema Travel zu tun hat und Reisen. Das muss aber nicht sein. Das kann auch was ganz anderes sein. Das kann auch völlig fremd sein, Fremdmaterial sein. Und schaue mir das an und frage mich eigentlich immer, also warum habe ich das rausgesucht, ne? Was finde ich daran schön? Sodass man es erstmal analysiert und das dann später in seinen Designs dann auch verwenden kann, beziehungsweise sich dran erinnert. Hier fand ich zum Beispiel ganz charmant, dass es so einfach ist, dass es nicht überladen ist, dass es nicht viele Informationen sind und dass es so einen klaren Fokus hat. Genau, hier sieht man so ein anderes Beispiel. Hier arbeiten sie mit so Kartenelementen.
bei den UI-Modes schaue ich auch immer direkt schon gleich nach Dingen, die vielleicht auch schon animiert sind, was sich gut anfühlt. Weil gerade wenn man das Konzept anfängt, finde ich, kann man auch schon sehr viel Animationen und Transitions mit einbauen. Ich finde, es muss schon immer im Konzept-Part schon mit drin sein, weil einfach sehr viel davon abhängt. Genau. Und so gibt es ganz viele unterschiedliche Moods. Die habe ich zusammengesammelt und dann Offline-Moods-Ordner versus Pinterest. Genau, ja. Davon haben wir gerade geredet vor 10 Minuten. Aber willkommen, Halbdog. Genau, vielleicht springe ich einfach mal in meine Moodboard-Datei, weil dann kann ich euch erklären, wie ich zumindest mit dem Thema Moodboard umgehe. Weil nur ein Ordner, finde ich, reicht meist noch nicht aus. Gerade wenn man es irgendwie dem Kunden vorstellt, hilft es dem Kunden oder den Außenstehenden, es besser, die Welt aufzumachen, wenn man es irgendwie gesammelt auf einem Board hat. Und ich gehe jetzt mal weiter. Und Thorsten sagt, Travel Mom ist noch frei. Die Domain. Sehr cool. Genau. Und es ist das Domain .reisen. Es existiert. Genau. Genau, hier seht ihr schon mal das Moodboard zu dem Bildmaterial. Was mir immer ganz wichtig ist bei den Moodboards, ist, dass nur Dinge auf ein Moodboard gehören, die auch wirklich eine Aussage haben. Also es kommt nicht auf Masse drauf an. Es können auch manchmal reichen, auch 2-3 Bilder. Das geht auch. Es muss halt alles irgendwie eine Aussage haben oder irgendwie verargumentierbar sein. Angefangen mit dem klassischen Listenschreiben, was ja die App auch übernehmen soll oder was die, ja, die Hauptfunktion der App ist. Sowas Charmantes wie irgendwie, ne, sich eine Erinnerung mit einem kleinen Schnürchen an dem Finger machen. Das fand ich auch, war auch eine ganz schöne Analogie zu dem App-Thema. Das gemeinsame Reisen, auch wichtig. Was für eine Art von Reisen es ist, ob es jetzt eine Abenteuerreise ist und man gemeinsam irgendwie abends am Lagerfeuer sitzt oder ob man in einem Camper durch die Gegend reist, ob man einen Roadtrip macht, wie hier, ob man wandern geht, ob man ein Entdecker ist oder nicht. Das alles spielt jetzt mit ins Moodboard rein. Ich habe das jetzt alles ausgelegt auf wirklich Island, Reisen, Entdecken, Wandern, so ein bisschen Roadtrip, aber jetzt nicht... nicht so weit, dass man wirklich völlig in der Wildnis ist. Genau, und einfach... Kennst du unser Programm, die Creative Residency? Hast du davon gehört? Nee. Creative Residency ist ein Programm, das wir haben in Deutschland 2 Creative Residents im Moment. Die Rosa Kammermeier und Julia Nimke. Und Julia Nimke ist eine Fotografin, die fährt mit ihrem Van um die Gegend und war gerade auch in Island, um fotografieren. Ah, cool. Und ja, und Adobe zahlt diese Creative Residence für ein ganzes Jahr, um auf ihrem Traumprojekt zu arbeiten. Ja, stark. Und eben, die... Vielleicht sollte ich doch woanders hinfahren. Was und braucht die, ihr denn? Und die Julia war gerade in... die Julia Nimke war gerade in Island, ja. Ah, schön. Ja. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Land. Oder geht noch, ich weiß nicht. Sie war auf alle Fälle in Schottland. Schottland ist auch. Ja, ja. Und ganz England und so. Und sie fotografiert Orte, wo so Legenden sind und so. Und dann versucht sie zu erklären, was die Legende ist, woher die kommt. Und, Kevin schreibt gerade, eine App pro Reiseort. Nein, natürlich nicht. Die App muss für jegliche Reiseländer funktionieren. Also es ist jetzt nicht nur für Island, das wäre viel zu klein. Ich kann auch noch mal ganz kurz springen in den Materialordner. Es muss natürlich jetzt nur für den Slot, den wir hier haben, muss es natürlich ausreichen. Im Archiv, Material, Bilder. Sind natürlich auch noch andere Sachen drin. Also auch Städtetrips können natürlich vorkommen. Es kann auch ein Trip nach New York sein, es kann auch irgendwie die Route 66 sein, es kann auch sowas sein wie Costa Rica oder irgendwie Brasilien. Also die, in welchem Programm ich arbeite,
Moodboards mache ich generell immer in Photoshop, mhm, weil es sich dafür eignet. Also, genau, ich maskiere Dinge, ich mache da nochmal so ein bisschen Color Grading drüber. Ich habe auch über allen Bildern immer noch so ein Color Grading Filter drüber. Also verschiedene Ebenen, die dann nochmal irgendwie die Sättigung und die Farben anpassen, dass es wirklich auch aus einer Bildwelt ist und aus einer Tonality. Weil die Sachen, die man zusammensammelt, die haben vielleicht das passende Motiv, aber sind vom Color Grading komplett unterschiedlich. Und damit das harmonisch ist, fasse ich dann eigentlich die einzelnen Bilder dann immer noch an. Genau. Ja. Genau, das ist so ein bisschen das Moodboard. Ein erster Einstieg. Wir könnten jetzt auch noch New York-Bilder oder ein bisschen urbanere Sachen mit reintun, wenn das Sinn macht. Ich habe jetzt erstmal Island als Thema sozusagen genommen, weil das auch dann später die Detailseiten werden. Genau. Das zu dem Moodboard. Nein, alles nach Abnahmen, alles dabei. Ha, Rosa, hallo, Rosa Kammermeier ist in der Chat. Rosa hat ihr Projekt Walk of Happiness in München, glaube ich, vor einer Woche präsentiert. Und das ist eine Sache, wo Rosa auf den Ladenfenstern Typografie geschrieben hat mit sehr positiven Sätzen. Und die sind über ganz München in den Läden. Und da hat die Rosa eine... Vielleicht kann Evil Cerise einen Link für Walk of Happiness hier in den Chat reintun. Sodass diejenigen von euch, die in München sind, könnt das angucken. Das ist ziemlich cool. Stark. Ja. Ja, genau. Moodboards in Photoshop, weil gerade nochmal die Frage aufkam, in welchem Programm wir gerade arbeiten. Was dann wirklich Konzeptarbeit angeht, das habe ich dann in XD gemacht, da kommen wir auch gleich zu. Ich würde euch allerdings ganz gerne so Schritt für Schritt einfach an die Sachen ranführen. Also wie gesagt, als erstes Scribbles, dann in die Welt einfühlen, Material sammeln, auch gerade so bei dem Moodboard-Material sind auch schon viele Sachen, die wir dann auch in der App verwenden können, zumindest bei den fiktiven Dingen. Und dann können wir weitergehen zu dem UI-Board. Da habe ich jetzt erstmal alle Sachen ausgeblendet, weil ich euch gerne zeigen wollte, wie ich da Step-by-Step rangehe. Also was ich mache ist, ich ziehe mir erstmal alle Bilder und alle Sachen erstmal wirklich auf ein Artboard und sortiere dann aus. Ich habe jetzt zum Beispiel sowas hier drin, da gefiel mir die Aufteilung, dass es wirklich clean ist, dass nicht so viel Funktionen, dass es nicht überladen ist, dass man aber trotzdem alle Funktionen schnell erreichbar hat. Da lege ich meist auch immer noch so ein Color-Filter später drüber, also gerade was so UI-Elemente angeht, damit es dann später auch auf dem UI-Board einheitlich ist und damit man sich vorstellen kann, wie so die App aussieht, damit es nicht so Kraut und Rüben ist, sondern damit man einen einheitlichen Look hat. Dann haben wir Icons. Das fand ich ganz schön, das hatten wir auch schon im Moodboard. Ja. Ne? Nicht vergessen, das am Finger, das Bändchen. Und ich fand, das hatte irgendwie sowas Pfadfindermäßiges. Vielleicht macht man da auch sowas Pfadfindermäßiges irgendwie mit rein. Ist eigentlich auch ganz schön. Genau. Und hier haben wir noch so ein paar andere Icons, die ich rausgesammelt habe, die irgendwie auch ganz schön waren. Natürlich der Rucksack, ein Fernglas, Marshmallows oder Stockbrot am Feuer machen. Alles eingepackt. Oder Wurst. Oder Wurst. Ich
bin Vegetarier. Ja? Das sind die Marshmallows besser. Marshmallows, okay. Genau, eine Hose. So die ersten Icons, da schaue ich eigentlich immer bei Noun Project. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine große Datenbank für Icons. Und da kann man wirklich alles suchen. Keine Ahnung, zum Beispiel Backpack. Und da findet man ganz viele Icons, die mit Backpack zu tun haben. Und da kann man sich dann schön aussuchen und kann sich die dann auch runterladen und erstmal einsetzen. Mhm. Und später dann natürlich abwandeln oder ja, wie auch immer. Also PNG ist natürlich Rasterbild und genau. SVG ist Scalable Vector Graphic. Und das sind Vektoren, die man dann auch in Illustrator zum Beispiel aufmachen kann und ändern kann. Genau. Das sind offene Dateien dann sozusagen. Pack Up, Not, Suitcase Scout. Suitcase Scout. Genau. Für Icons ist auch die App Right Fonts ganz interessant, sagt Hype Dog. Ah, cool. Dort hat man mehrere Icon Packs, die man per Drag and Drop in fast jedes Creative Tool ziehen kann. Auch gut. Right Font. Genau, dann haben wir hier die Icons, also die Iconsprache. Dann habe ich hier noch eins, was ich ganz schön fand, weil ich finde, dass auch beim Reisen natürlich das Wetter mit eine Rolle spielt. Mhm. Ob man nun im Sommer reist oder im Winter, ob es regnet oder die Sonne scheint, ist natürlich auch abhängig davon. Und hier war es mir auch wichtig, ne, mit großem Bildmaterial zu arbeiten, mit großer Typo, dass es klar und geordnet ist und nicht so kleinteilig, weil niemand möchte bei so einer Reise-App dann auch noch irgendwie kleinteilig und sich alles zusammensuchen müssen. Oliver sagt, erstellst du auch so fancy Animationen, wie man zum Beispiel auf Dribbble findet, um den Kunden und Entwicklern ein besseres Verständnis deiner Idee zu vermitteln? Ja, klar. Dafür nutze ich Principal. Das ist momentan, glaube ich, leider nur mit Sketch verknüpft. Ist aber sehr, sehr einfach und man kann sehr schnell schöne Animationen und Verhaltensweisen bauen und es ist auch für Designer recht schnell zu lernen. Mhm. Ja, und mit Adobe XD kann man auch direkt einen Prototyp machen, ja, dass man dann selbst auf dem Mobile Device, also auf dem Telefon oder iPad oder was sonst, oder eine Internetseite dann auch probieren kann und direkt ausprobieren kann. Genau. Und hast du ein Projektmanagement-System, Tools, die du nutzt, sagt Kevin? Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Projektmanagement-Tool ist. Ich benutze Evernote. Mhm. Evernote ist mein zweites Gehirn. Okay. einfach, ist weil dein Gehirn in the cloud. Ist mein Gehirn im Rechner. Genau. Wo ich mir alles speichere und alles in Notizbücher packe und so ein Tag-System entwickelt habe. Achso, es ist Principal. Das zweite, Oliver. genau, wo ich ein Tag-System habe und das Tag-System wirklich so aufgebaut habe, wie ich auch denke. Mhm. Weil es bringt mir nichts, die Tags möglichst sauber zu machen, sondern wenn ich an einen Link denke und sage, wie hieß denn nochmal der Link, den mir Rufus beim ersten Livestream in XD gesagt hat, dann gebe ich genau die Tag, dann verbinde ich genau die Tags damit. Funktioniert super. Okay. Also jetzt weiß ich, dass ich in Kate's Evernote bin, irgendwo. Ja. Als Rufus. Ja. Genau. So Animationsbeispiele findet ihr auch in den Behance Cases. Da sind auch einige Videos mit drin. Genau. Dann haben wir schon mal zwei Sachen. Dann habe ich noch einmal so ein Teaser-Interface mit drin, wo man einmal eine Kategorisierung hat und schon mal einzelne Teaser-Boxen, die auch in so als Card-Elemente
funktionieren, die ich ganz schön fand, wo man dann direkt einsteigen kann. Da könnte ich mir beispielsweise auch schon vorstellen, dass man, wenn man später so aufbaut, dass die dann skalieren und groß wachsen und das Bild, was hier klein ist, beispielsweise dann wirklich als großer Teaser funktioniert. All solche Sachen kommen dann mit dem UI-Moodboard, wo man dann schon direkt irgendwie überlegt, okay, wie kann es sich verhalten? Ne? Wächst das Bild von der Größe auf diese Größe und dann steht eine Headline drauf mit einem kleinen Copy-Text. All solche Sachen kommen dann nach und nach und man entwickelt so ein bisschen so ein Gespür dafür, wie das alles funktionieren könnte. Genau, auch bei den Teasern, da mauschel ich dann meist, also da trickse ich dann immer so ein bisschen und habe beispielsweise bei diesem hier, da waren ursprünglich so Surferbilder mit drin. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen auf wirklich das Wandern getrimmt. Ah, okay. Und verwende dann auch gerne Bilder aus den Moodboards, aus den Bild-Moodboards, sodass man wirklich, also gerade solche Boards sollten dazu dienen, irgendwie von A bis Z eigentlich die ganze Welt aufzumachen. Das sind nicht nur Farben und Schriften, sondern auch Bildmaterial. Genau, das haben wir eben schon in dem Mood-Ordner gesehen. Das habe ich auch mit drin. Das soll mich daran erinnern, dass man so Abfragen oder auch so einen Login-Prozess, dass man den möglichst schlank hält und nicht so überladen, dass man mit großer Typo arbeitet. Wo willst du hin? Wann gehst du dorthin? Genau. Wie viele Leute seid ihr? Dass der Nutzer einfach mit so Stückchen... Nein, wir gestalten das UI nicht in Photoshop. Wir sind noch bei den Moodboards. Genau. Dann haben wir hier unten auch so eine Dreier-Teaser-Kombi. Auch wieder mit so Cards und einem flächigen Hintergrundbild. Hier sieht man auch schon so eine Andeutung von so einer Liste. Das fand ich und ganz Kilian schön. Kilian fragt, wie viel Zeit nimmst du dir für das Erstellen eines Moodboards? Das geht eigentlich recht schnell. Also man... so ein Moodboard ist vielleicht in einer Dreiviertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, klickt man das zusammen. Irgendwann ist man da auch wirklich routiniert. Also ja, und das kommt alles darauf an, was einfacher für dich ist, weil ja. Der René sagt zum Beispiel, ich erstelle die Moodboards immer in InDesign. Finde ich übersichtlicher. Das kommt alles, und bestimmt andere Leute machen die Moodboards in Illustrator. Ja. Und du machst sie in Photoshop. Genau. Weil das dir am besten passt. Wäre theoretisch auch in XD machbar, allerdings haben wir bei XD natürlich nicht die Möglichkeit, ein Color Grading drüber zu setzen und nicht zu maskieren. Also doch, maskieren schon, aber gerade so das Color Grading und das Umfärben von Dingen ist in Photoshop dann doch einfacher, um auch eine Welt aufzumachen, was die Farbgebung angeht. Ja, und dann kann man sowieso aus Photoshop und Illustrator einfach kopieren und in XD reinkleben. Ja. Mit den richtigen Tonalitäten und so. Ja. Genau. Also Moodboard ist für mich wirklich immer zur Orientierung und auch so zur Stilfindung da, dass man nicht das rohe Material nimmt, sondern erstmal sich so herantastet. Dann haben wir noch Buttons. Da habe ich jetzt mal eine andere Farbe noch mit reingebracht, weil ich dachte, so ganz in Grün ist vielleicht auch langweilig. Das muss man dann auch gucken. Das kann sich auch danach noch ändern. Also es ist alles ein lebendes Objekt. Genau. Benutzt du da zum Beispiel die UI-Kits für Android oder iOS? Oder? Ja, das benutze ich dann später wirklich, wenn ich es baue. Ne? Also wenn man dann wirklich an das UI rangeht, braucht man natürlich solche Sachen wie eine Statusbar, wie eine Tastatur. Mhm. Da gibt es auch super Kits für Adobe XD. Ja. Auf jeden Fall. Könnt ihr euch runterladen und dann ist es direkt schon fertig und auch in den richtigen Größen. Macht auf jeden Fall Sinn. Genau, dann haben wir noch Profile, weil wir auch Leute hinzufügen können. Eine Prozentangabe, dass man vielleicht auch so eine Art Status hat, wie viel man schon eingepackt hat von den Sachen, die man einpacken sollte. Dann natürlich ganz wichtiges Thema Typografie, komme ich auch gleich noch drauf.
Ah, und Julia sagt, jetzt kann man in Illustrator und das ganz neu auch Fotos beschneiden. Definitiv, ja, cool. Beschneiden. Weil vorher war es einfach maskieren, oder? Aber vor 2 Monaten wurde das eingeführt, dass man eben auch Fotos croppen kann und das wird dann, der Rest wird weggeschmissen. Da geht das Moodboard noch besser, sagt Julia. Und Kevin fragt, wie viele Moodboards machst du pro Projekt? Das kommt immer drauf an. Also manchmal reicht auch eins. Mhm. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube, dass für dieses Projekt jetzt auch wahrscheinlich ein Moodboard gereicht hätte. Mhm. Weil man hier ja auch schon so ein bisschen so ein Gefühl bekommt für Bilder. Es hat sich natürlich jetzt angeboten, so ein Bild-Moodboard zu machen, weil wir auch gleich viel Bildmaterial brauchen werden für das UI dann später. Mhm. Und das dann so ein Abwasch ist. Genau. Also je nachdem, wie viel du brauchst, um dich einzugrooven in die Stilistik, in das Projekt. Genau, dann haben wir noch so eine Art Countdown, den fand ich ganz schön. Mal gucken, ob wir den später einsetzen, ob man es braucht. Oh, ein Countdown für die Reise? Genau. Ah. In 12 Tagen. Stress. Fast wie das Countdown für... Oh nein, ich muss noch 50. Was wäre das Countdown für den Livestream? Oh, heute Morgen schon um 6 Uhr. Ah. In 4 Stunden fängt es an. Welche Knöpfe muss ich drücken? Was passiert hier? Clive, Hilfe! Genau, und so trapiere ich dann die Sachen auf das Moodboard. Habe jeweils immer, in dem Beispiel jetzt nicht, nochmal Sachen angepasst. Das mache ich dann meist irgendwie, wenn ich das in einem Überblick habe. So dass es dann ein Moodboard ist, wo man schon erkennt, so, es passt gut zusammen. Mhm. Es ist harmonisch, es macht eine Welt auf und man kann sich vorstellen, wie es ist. Sind das Sachen, die du dem Kunden zeigst? Ja. Ja? Hast du nicht Angst, dass die Kunden dann denken, ah, so sieht es dann aus? Nee. Also, man muss es natürlich richtig moderieren. Mhm. Man muss sagen, so, das ist die Welt, die man sich vorstellt. Okay. In so eine Richtung könnte es gehen und dann kann der Kunde auch sagen, ah, das ist... Mit Blau habe ich ein Problem, dann kann man das nochmal anpassen. Aber es ist so ein bisschen so ein Randtasten, ne? In welche Richtung man geht. Okay. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut, bevor man losstartet und wirklich baut, dass man sich erstmal mit dem Thema und mit dem Visuellen beschäftigt. Genau, und wie schon gesagt, darüber lege ich dann meist nochmal so ein Color Grading, was dann nochmal die Farben und die... Kirk sagt, eigentlich muss ich ja was arbeiten, aber ganz nett euch zuzuschauen, ja? Aber hey, dafür sind wir ja da. Wir sind als Hintergrund, wie die Hintergrundmusik, ja, oder? In deinem Büro und einfach auf irgendeinem anderen Screen anmachen, Fernseher oder wo du auch willst. Mein Traum ist, dass Adobe Live in allen Agenturen auf den Wänden ist. Ja, immer als Live-Übertragung. Ja, genau. Ja. Koffer-Offer. Gepackt. Take my bag. Packify. Packify auch. Sehr modern auf jeden Fall. Cool. Zeichenflächen machen natürlich irgendwie bei so einem Moodboard, glaube ich, gerade nicht so viel Sinn, weil man nichts vergleichen muss und nichts nebeneinander stellen muss. Aber sonst, wenn man wirklich Screens nebeneinander baut, sind Zeichenflächen natürlich auf jeden Fall. Muss mit. Ja, auch nicht so schlecht. Ne? Das hört sich gut an. Muss mit. Fan L. Genau. Und so sieht dann das Moodboard aus, wo ich dann zu jedem kleinen oder zu jedem Bild eigentlich eine Verbindung habe, so wie ich schon erklärt habe. So könnte eine Detailseite aussehen, das könnte eine Übersicht aller Reisen sein, das könnte auch eine Detailseite sein. Man hat den Community-Gedanken, beziehungsweise nicht Community, sondern man kann Leute zu seiner Liste hinzufügen. Man hat einen Status, wie viel man schon gepackt hat. Man hat eine Farbwelt. Genau. Icons, Typografie. Genau. Pack tief, pack doc, du packst das. Nathalie, das. Du packst das. Du packst das, ja. Das wirst du schon schaffen. Mit deinem Köfferlein. Das Prozent nach Costa Rica oder nach Island.
Genau. Aber woher hast du dieses Diagramm? Welches Diagramm? Das hier meinst du? Das habe ich jetzt einfach gebaut, weil es mir gekommen ist, als ich hier die, die Gradzahl gesehen habe. Und hier unten diese 9.1, das ist, glaube ich, eine Bewertung für dieses Spa-Hotel. Da habe ich hier dieses Rating gesehen und dachte, na, eigentlich wäre das ja ganz cool, wenn man dann auch direkt einen Status hat in der App, wie viel man schon gepackt hat. Ah. Genau. Also das ist... Hier haben wir es einmal und dann habe ich es hier oben nochmal mit dem Prozent. So organisiert diese Idee. Ich bin so ein Packer, der mache ich immer in der letzten Minute, eine halbe Stunde, bevor ich das Haus verlasse, einfach Sachen reinschmeißen. Ja, du bist da vielleicht, du bist das viele Reisen ja auch gewohnt. Ne? Ja, vielleicht. Ja, genau. Typografie auch einmal so nebeneinander gestellt. Ich glaube, da müssen wir jetzt, ich weiß nicht, sollen wir darauf nochmal genauer eingehen? Das müsst ihr sagen. Ansonsten würde ich in die Wireframes einfach und in XD wechseln, damit wir mal das Programm auch öffnen. Ne? Ja, genau. Wenn du mir erklären willst, was du da gemacht hast oder warum genau. Du diese 5 verschiedenen Fonts benutzt hast. Also, genau, das hätte man jetzt auch genauso gut in XD machen können. Das ist im Prinzip so ein Abgleichen, welche Typografie sich am besten eignet. Also wie die Schriften laufen. Ich schaue mir dann an, okay, was haben wir? Wir haben wahrscheinlich irgendwie eine Kategorisierung, also so eine Kopfnote. Wir haben auf jeden Fall eine Headline und wir brauchen eine Copy-Font, die sich für Listen eignet, die nicht so breit läuft, die gut lesbar ist und die vom Schriftbild schön ist. Die Packfee. Danilo schreibt, kann mich immer nicht entscheiden, welche Fonts ich benutze. Ja, da hilft es, einfach mal so eine Auswahl nebeneinander zu stellen und zu schauen, was funktioniert nicht. Beziehungsweise erstmal so eine Auswahl zu treffen. Und ich teste dann diese Auswahl meist dann direkt im UI. Also damit ich nicht anfange, jetzt irgendwie jede Headline irgendwie durch alle Schriften, die auf meinem Rechner sind, durchzugehen, mache ich erstmal so eine Auswahl und gleiche die dann miteinander ab. Im Screen dann direkt. Benutzt du da auch Online-Systeme, um zu sehen, was passt mit diesem Font? Oder ist das deine eigene Designkultur, die dir das erlaubt, da eben zu wissen, was für Fonts gut mit anderen Fonts zusammenpassen? Ah, was vielleicht ganz cool ist, wo wir schon so bei, ich sag jetzt mal, Projektmanagement ist, das, was ich ganz gerne mache, ist, wenn man irgendwie durchs Internet surft und eine coole Schrift auf einer Seite findet. Ich habe immer auf meinem Schreibtisch hier einen Ordner, der heißt Typo-Styles. Und ich habe gerade meinen Rechner neu, deswegen ist da jetzt noch nicht so viel drin. Das ist alles auf der Festplatte. aber hier könnt ihr das schon ganz gut sehen. Und zwar gibt es für Chrome das Plugin. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier funktioniert. What Font. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und What Font zeigt, sobald eine Schrift auf einer Seite eingebettet ist, zeigt sie einem die Font an. Das ist jetzt Helvetica bei Noun Project. Helvetica Neue. Das holt sich natürlich aus dem CSS raus, denke ich. Genau. Und so kann man eigentlich auf jeder Seite schauen, welche Typo verwendet wird. Und was ich dann mache, ich habe diesen Ordner und wenn ich eine gute Schrift sehe, dann screenshotte ich mir einfach die Schrift im Einsatz mit dem What-Font. Das sind natürlich dann nicht immer Schriften, die ich auf meinem Rechner habe, aber wenn ich dann irgendwie für ein Projekt eine gute Schrift suche, dann gehe ich einfach durch diese Ordner durch und sage, ah, okay, guck mal, das sieht cool aus, das ist die Recta, und dann guckt man, wie teuer das Pack ist und kann es dem Kunden dann vorschlagen. Und meist gibt es dann auch solche Testfunktionen oder ein Testpack, dass man die Schrift immer ausprobiert. Ja, FontFace Ninja macht das auch. Ja? Ah ja, cool. Okay. Das muss ich nur anschauen. Ja. Daniel sagt, das ist ja nice. Genau, und so habe ich immer einen Ordner. Und der Baba aller Babas Babe sagt Alpacino. Der Baba aller Babas Babe. Cooler Name.
Genau, und da habe ich einen Ordner, wo ich alle möglichen Schriften, die mir über den Weg laufen, sammle und durchschauen kann, wenn ich nach einer neuen suche. Genau. Ja, genau. Oh, guck, mit Thomas. Dieser Farbe haben wir den Glitch. Oh, das ist schon weg. Aber ah. Das war ganz... Thomas schreibt gerade, ja, das hat er früher mit Magazinen und so weiter auch gemacht. Ja, ganz genau, mhm. Das habe ich auch gemacht. Ja, ausgeschnitten, ja. Ja, oder abfotografiert oder aha. So. Leider sieht man dann ja meist nicht, welche... Das war alles so kompliziert vorher. Ja. Und das ist jetzt so einfach. Man muss es nur... Ich glaube, dass das Verwalten von diesen Sachen, die man sieht... Mhm. Und die man, die einem so begegnen, die man cool findet, man muss es sammeln und im richtigen Moment abrufen können. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach so der Schlüssel. Kevin Schneider ist ein richtiger Copywriter. Pack was, immer du brauchst. Ob kalt oder warm, Entspannung oder Abenteuer, pack was, das du brauchst. Das du brauchst. Nice. Das du brauchst. Genau. So habe ich also so ein paar Schriften mal nebeneinander gestellt und da kommen wir dann später, glaube ich, zu. Ja, das ist im Prinzip die Herangehensweise, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo das Ganze hingehen soll. Mhm. Ah, Peter Robel, Pack Up war schon. Pack Up. Pack Up. Pack Up. Genau. Also Bildmaterial, UI-Moodboard und Typografie. Und jetzt würde ich einfach mal in mein Konzept gehen. Denn das alles, was wir hier oder was ich hier aufgescribbelt habe, das muss natürlich dann auch irgendwie digitalisiert werden. Und da ich eigentlich lieber auf wirklich das Design, das Live-Design eingehen will, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich die Wireframes vorbereite, mhm. Sodass wir da schneller durchgehen können, dass wir, vielleicht schaffen wir es heute noch, ich gehe davon aus. Du hast noch eine halbe Stunde. Ja, das schaffen wir. dass wir heute wissen, okay, was ist die Idee? Welche States haben wir, also welche Zustände brauchen wir, welche Funktionen nehmen wir mit rein und was ist das Produkt? Genau. Ja, gibt es eine Adobe-Tool, das die ganzen Schnipselsammlungen abbilden kann? Also ja, du hast sie in Photoshop, um ein Moodboard zu machen oder vielleicht in Bridge? Ja, vielleicht oder Lightroom. Bridge, ja, also ja, Lightroom, ja, da kommen die Fotos alle in eine Collection rein und so, das ist vielleicht nicht ganz, was du willst, aber mit Adobe Bridge vielleicht, ja. Und um Moodboards sind eine Sache, die wir natürlich sehr wichtig halten und da gucken wir auch ein wenig mit den Entwicklern bei Adobe, was man da eigentlich auch für Moodboarding und Ideengeneration machen kann. Ich muss mir die ganzen Sachen dann nochmal aufschreiben, weil da sind echt gute Tipps, auch mit dem Fontface Ninja. Da muss ich nachher nochmal reingehen und mir das alles abschreiben. Ist echt cool, dass ihr da so aktiv seid. Packwunder, Travelist oder Travelist. Travelist, das finde ich schön. Wenn es das noch nicht gibt. Reiselist. 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 My Bag. Ich finde sowas Einfaches immer ganz gut. Ja, irgendwas, ja. Was man sich schnell merken kann, mhm. Was auch eindeutig ist. Mhm. Travelist finde ich eigentlich nicht. So ein Deutsch. Ja, gerne. Das wäre vielleicht besser, wenn es Deutsch ist, oder? Wir machen eine deutsche App. Genau, also hier seht ihr die Wireframes und ich werde euch jetzt ein bisschen durchführen und euch erklären, wie ich bei so Wireframes vorgehe. Mhm. Vielleicht willst du schnell sagen, wie du so einen Wireframe, nur vielleicht mit zwei oder drei ja. Neuen... Genau, also mit dem Shortcut A kommen wir hier in die Artboard-Übersicht. Ich habe das jetzt alles auf iPhone 6 angelegt.
So kann man ganz schnell irgendwie ein neues Artboard hinzufügen. Das jetzt nochmal. Ein Artboard, das sieht man jetzt hier auch in den Zeichenflächen ganz oben. Ich arbeite da mal sehr sauber, muss immer alles benennen. Also seht es mir nach, wenn ich live die ganzen Sachen dann auch noch umbenennen muss. Aber sonst ist das ein Chaos. Genau, hab dann hier mein Artboard. Das ist immer Non-Retina. Das wird dann, wenn ihr euer iPhone anschließt, könnt ihr euch auch die XD-App runterladen und könnt das live auf dem iPhone dann auch sehen, wie es aussieht. Es ist fürs Wireframing auch schon ganz interessant. Später natürlich für das Design dann noch mehr, damit man sieht, wie groß müssen Schriften sein, wie sind die Abstände, wie sind die Tabflächen, dass man da sicher geht. Ja. Genau, und da hat man hier unten, wahrscheinlich seht ihr das gar nicht so gut, ne? Unten gibt es dann ein Menü und man kann die Echtzeitansicht auswählen. Das ist der Vielleicht Punkt. Vielleicht kannst du da, wenn du QuickTime anmachst. Ich habe das, glaube ich, sogar schon auf. Okay. Ah, ist schon auf, ja. Stimmt. Ah. Genau. Hier unten seht ihr die Echtzeitansicht. Da sieht man dann immer, je nachdem, was man ausgewählt hat auf dem XD-Board, sieht man dann immer direkt auf dem Phone das jeweilige Artboard. Cool. Genau. Martin Streib sagt Wanderlist anstatt Wanderlust. Wanderlist, auch cool. Mhm. Das finde ich auch gut. Wir müssen vielleicht mal so eine Top-Ten-Liste machen, oder? Mhm. Sonst gehen so viele Sachen verloren. Genau. Wanderlist ist, glaube ich, bisher so mein Favorit. Mhm. Ah, Martin. Warten wir mal ab. Mhm. Was denkt ihr im Chat? Was ist euer Favorit? Was ist euer Favorit? Also Kates Favorit ist im Moment Wanderlist. Wenn es das noch nicht gibt, müssen wir mal schauen, ob es nicht vielleicht schon irgendwie... öffnet sich iTunes. Genau. Artboard anlegen und dann beim Wireframing ist auch erstmal, glaube ich, ziemlich egal, welche Schrift ihr nehmt. Ihr könnt schon mit einer Schrift arbeiten, die ihr vorher ausprobiert habt. Wanderlist. Acht jetzt? An Wunderlist. Ah, stimmt. Ja. Wunderlist gibt's. Das ist auch so eine Checkliste, ja. Ne? Das ist so eine Checkliste, ja. Ja. Mockerbude TV, da hast du recht. Vielleicht finden wir noch was anderes. 7 Sachen. Ja, unter Wanderlist würde ich als Benutzer was anderes verstehen. Mhm. Ja, Reiselist. Wir haben ja noch ein wenig Zeit, um was zu finden. Schreibt mir einfach oder schreibt uns einfach eure Favoriten. Wunderbar. Genau, für die Wireframes könnt ihr schon mal testweise auch die Fonts benutzen, die wir vorher in dem Font-Moodboard hatten. Ist aber kein Muss, weil Wireframes wirklich nur für den Inhalt eigentlich zuständig sind und was für Funktionen in der App vorhanden sein sollen und weniger aufs Design angeht. Es kann schon eine kleine Welt aufmachen, gerade auch so was Animationen und Transitions angeht, aber nicht zu sehr designen. Travelist ist cool, sagt Lunisla. Muss mit. Ah, muss mit. War schon toll, sagen mehrere. Reiselist, 7 Sachen. Backpacker. Genau. Also im Prinzip die Gedanken, die wir hier auf Papier schon mal aufgezeichnet haben, sind jetzt die Sachen, die feinsäuberlich als Wireframes übertragen werden und auch vervollständigt werden auf Funktionen. Und genau. Dann haben wir hier einmal den Splash-Screen, da kommt dann später euer App-Name rein. Dann gehen wir wirklich ins Onboarding. Ne? Ich habe jetzt mal einfach einen Text reingeschrieben, nie wieder nackt baden.
weil man nie wieder etwas vergisst und nackt baden gehen muss, weil man auf jeden Fall an den Bikini gedacht hat. Ich bin kein Texter. Ich fand's ganz charmant. Ansonsten kann ja auch gerne noch Lorem Ipsum drin stehen. Wir haben Paging, weil das das Onboarding ist, was kurz erklären soll, was die App macht. Nämlich einmal erinnert sie mich an all die Sachen, die ich nicht vergessen darf beim Reisen. Deine Liste, deine Reise, deine Liste. Passend zu dir und deiner Reise packen wir deinen Rucksack, damit du nichts mehr vergisst. Da habe ich dann jetzt auch schon die Icons mal reingesetzt, die auf dem Moodboard drin sind. Das Ganze hat hier natürlich auch das Paging, das ist hier verortet, das ist einfach das in Form, das ist einmal ein Kreis. Mit E wählt ihr das, das Kreistool aus. Isetta Lein fragt zum Thema Typografie noch eine Frage zu den Lizenzen. Ja. Ab Website, Desktop, Digital haben manchmal verschiedene Lizenzmodelle, egal ob Typekit oder andere Anbieter. Wie entscheidest du das? Da muss man natürlich gucken, zusammen mit dem Kunden, wo wird das gespielt? Soll es nur eine App sein? Soll es auch auf einer Website sein? Wie viele Nutzer hat man ungefähr? Das hängt manchmal auch an den Lizenzen mit dran. Und dann muss man sich im Prinzip einfach eine Liste machen mit den Typos, die in Frage kommen und den Kosten, die auf den Kunden dann zukommen. Man sagt, man hat im Monat, 20.000 Zugriffe auf die Seite. Dann gibt es bei manchen Typos oder bei manchen Fonts wird es dann etwas teurer. Genau, das muss man einmal aufschlüsseln und dann muss man es mit dem Kunden abklären, was er bereit ist auszugeben. Julia sagt Mulli und dann einen Esel mit Gepäck als Logo. Was ist Mulli? Mulli. Ist es einfach ein Name? Mulli, ist das nicht ein Esel? Ist Mulli ein Esel? Nee. Ich weiß es nicht. Kann sein. Also 7 Sachen haben die Leute gern. Ja, ich glaube, vielleicht wird es das, oder? Ja. 7 Sachen. Und wieder wie der Clive auch sagt, ich packe meine 7 Sachen ist ein geflügeltes Wort im Deutschen. Ja. Ich packe meine 7 Sachen. 7 Sachen. Was denkst du? Muli ist ein Packesel. Ah, wieder was gelernt. Ja. Auch nicht schlecht. Und was ich gern habe mit 7 Sachen ist eine Nummer und Buchstaben. Ja. Kann auch schön sein als Logo, kann man schön mitspielen. Genau, also Muli ist ein Maulesel. Danke für die Erklärung, Dennis. Also, genau, wir haben beim Onboarding eine Headline. Ich möchte nicht zu viele Informationen auf einer Seite unterbringen, deswegen habe ich das auf mehrere Seiten aufgeteilt. Oliver Kiefer schreibt, echt, 7 Sachen gefällt so vielen. Ui, ich fühle mich geehrt. Gucken wir mal, wer der Erste war, der 7 Sachen gesagt hat. Gucken wir mal. Ich mache mal parallel weiter. Genau, wir haben eine Headline. Ich habe die jetzt mal, weil können wir eigentlich auch auf 30 Punkte machen. Ist ein bisschen gerade. Genau, dann haben wir ein Visual. Das kann entweder ein Icon sein. Das werden wir dann später im Design sehen. Oder ein Bild im Hintergrund, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und ein kurzer Copytext, der erklärt, was genau die App kann. In 3 Schritten. Ich finde immer bei einem Onboarding, mehr als 3 Schritte ist schon echt viel. Gerade auch, weil die App jetzt nicht so komplex ist und schnell erklärt ist, glaube ich, reichen die 3 Schritte. Genau, dann haben wir deine Reise, deine Liste, wo einmal erzählt wird, okay, wir schlagen dir Sachen vor, die du einpacken solltest für deine Reise, speziell auf deine Reise zugeschnitten. Das Paging unten signalisiert schon, dass man nach links und rechts swipen kann, um die einzelnen Seiten durchzugehen. Ich glaube, Hype Doc war der Erste, der 7 Sachen gesagt hat. Ah, cool.
der war schon beim Packesel mit dabei. Genau. Und das, die dritte Seite, also im Prinzip sind es die drei Features, die wir in der App haben. Ne? Keine Sachen vergessen, dass es eine personalisiert auf die eigene Reise ist und auf die eigenen Bedürfnisse. Das war mir ganz wichtig. Und als dritten Step dann, dass man auch gemeinsam Listen anlegen kann und gemeinsam schauen kann, was man einpacken muss, damit man nichts doppelt packt oder damit man einfach weiß, was der andere auch schon einpackt. Genau, das sind, finde ich, die drei überzeugendsten Sachen, die die App braucht. Genau, Freunde einladen und gemeinsam packen. Die Vorfreude auf die Reise ist am größten, wenn man sie genießen kann. Keine schlaflosen Nächte mehr vor der Reise, in der man sich fragt, habe ich alles eingepackt? Genau, das ist das Onboarding. Und das sind die Inhalte vom Onboarding. Danach würde man dann zu einem... Ah, also Hype Dog ist ganz nett, sagt, nein, nein, das war, glaube ich, Oliver. Okay, Oliver. Ah, Oliver. Sehr ehrlich. Oliver, welcher Oliver? Oliver Kiefer, okay. Ah, okay. Okay, Oliver Kiefer. Sehr cool. Cool. Also, 7 Sachen. Können wir eigentlich schon direkt reinschreiben hier, ne? Ja. Oliver Kiefer. Okay, Oliver, wenn du mich bitte auf Twitter folgen kannst, dann kann ich dir ein DM schicken und damit mein Team dich dann kontaktieren kannst. Kann. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Ja, 7 Sachen. Erstmal reingeschrieben. Das Logo können wir dann noch machen. Ist ja erstmal nur Wireframe. Genau, dann haben wir ein Login. Ah, Mokka-Bude sagt, aber ich war als Erster. Hm. Müssen wir gleich nochmal reinschauen. Okay. Genau, dann haben wir einen Login-Screen, der nochmal den Nutzer begrüßt und man sich dann mit Facebook und per E-Mail anmelden kann. Und man hat natürlich irgendwie auch die Möglichkeit vom Login, wenn man irgendwie schon einen Account hat, aber ein neues iPhone, muss man auch die Möglichkeit haben, nochmal separaten Login zu starten. Genau, wenn man übrigens die Option-Taste drückt, sieht man die Abstände zu den Seitenrändern oder zu anderen Objekten. Das ist später im Design super wichtig, damit man sauber arbeitet. Hat man hier dann immer... Ist jetzt nicht mittig? Jetzt. Kann man immer ganz schön sehen, wie die Abstände sind. Genau. Und man hat dann die Möglichkeit, sich mit Facebook oder mit E-Mail anzumelden und kommt dann zu dem Login. Das hier unten ist die Tastatur, da habe ich jetzt erstmal nur eine weiße Fläche eingebaut. Und das alles können wir dann, glaube ich, in 3 Schritten abfangen. Nämlich brauchen wir im ersten Schritt erstmal nur den Namen, damit wir wissen, wie der Reisende heißt, damit wir ihn direkt ansprechen können, damit es einfach eine schöne persönliche Tonality hat. Da habe ich jetzt, das sieht man jetzt auch schon so ein bisschen, da habe ich mich jetzt schon so ein bisschen an dem Moodboard orientiert, an dem UI-Moodboard, dass man wirklich mit großer Typo arbeitet und wenig Elemente auf einer Seite hat, damit man fokussiert die einzelnen Sachen abhandeln kann. Genau, dann kann der Nutzer hier den Namen eingeben und kann dann auf den Weiterfall. Man kann natürlich jederzeit auch noch zurückgehen. Es sind immer so Kleinigkeiten, die man beachten muss, wenn man so Wireframes aufbaut, dass man schaut, dass immer die Möglichkeit da ist, wieder zurückzugehen oder was abzuändern. Dann im zweiten Schritt fragen wir die E-Mail-Adresse ab, damit man sich anmelden kann. Hier auch schon die Ansprache, hallo Kate oder hallo Olli oder hallo Oliver. Genau. Dann gibt man hier die E-Mail-Adresse ein und als Schritt 3 haben wir die Passwortvergabe, um die Sachen auch zu speichern.
Ah, der Martin sagt, es geht aber Deutsch und Englisch ziemlich durcheinander. Ist das beabsichtigt? Ach so, genau. Die erste... Ah, gut, dass du es sagst, ja. Ah, hey, ja. Traveler, nice to see you. Ah, ja. Da hatte ich überlegt, ob man vielleicht es so macht, dass man hier immer in einer anderen Sprache begrüßt. Hm. Ne? Dass man es irgendwie auf Isländisch macht, auf Englisch macht. Ah, wenn du sagst, ich gehe nach Deutsch, Island. Okay, dann müssen wir aber rausfinden, wie man Traveler auf Isländisch sagt. In dem Schritt wissen wir ja noch nicht, dass derjenige nach Island fährt, weil er sich gerade erst einloggt. Aber vielleicht könnte man das schön mit einer Transition machen oder mit einer Animation, dass das so durchläuft, dass man sagt, als erstes kommt dann das Deutsche und dann das Englische. Und dass es sich durchwechselt. Dann hat man vielleicht noch Chinesisch, Französisch. Was vielleicht ganz cool ist. Aber wir können es auch hier erstmal auf Deutsch schreiben. Synapse Massage sagt, visuelle Beiträge kann man leider nicht posten. Aber was ihr machen könnt, wenn ihr was beitragen möchtet, und das werden wir auch vielleicht in den nächsten Streams morgen oder übermorgen auch machen, dass wir euch fragen, zum Beispiel, ich weiß nicht, eine eigene App zu präsentieren, zu zeigen. Und da werden wir Twitter benutzen mit dem Hashtag Adobe Live. Ah, Kirk Monteux sagt, 7 Sachen wäre aber nicht sehr international zu verstehen. Es ist ja für Deutschland. Es ist eine deutsche App. Made in Germany. Genau. Und hört sich fast so an wie ein Will Smith Movie. 7 Sachen. Wo? Naja. Thomas schreibt gerade, dass man merkt, dass ich mit großen Kunden gearbeitet habe, wenn ich ein bisschen mehr erklären soll oder ihr spezielle Fragen habt, warum, wo was gesetzt wird, fragt das auf jeden Fall. Das ist auch für mich die erste Präsentation hier so live. Also ihr dürft mich da gerne durchleiten und mir sagen, absolut. Was ihr gerne wissen möchtet oder was ihr für Verbesserungsvorschläge habt oder einfach schreiben. Genau. Login. Glaube ich, können wir so lassen, oder? Also das versteht auch jeder in Deutschland. Das ist ein eingedeutschtes Wort. Ja, aber ich bin so einer, der sagt, obwohl ich Deutsch überhaupt nicht gut rede, aber dass, wenn man eine Sprache macht, muss man wirklich das Wort von der Sprache finden. Das mache ich anmelden. Auf Italienisch, auf Französisch. Hm? Ach, 7 Jahre in Tibet, ja, Sandra. Oder 7 Leben, ja. Stimmt, 7 Leben. Warum muss man alles so stark auf Englisch trimmen, wenn es eine deutschsprachige Anwendung wird? Alles gut, wir praktizieren auch die deutsche Rechtschreibung, außer es ist eine englische Anwendung. Mhm. René? Habe ich auch gerade gesagt. Ich bin ein, wie sagt man, Dann schreiben wir doch hier mit E-Mail registrieren. Und statt Login jetzt anmelden. Packen. Oh. Oder Login ist gut, sagt Florian. Jetzt kommt die ganze Diskussion über, was für englische Worte in unsere deutsche App reinkommen können. Dann lassen wir es so. Es ist auch nur auf der einen Seite. Okay. Genau. Auf geht's. Sag mir deinen Namen. Name eingeben. Hier ist der Weiter-Button. Das ist der Schritt 1. E-Mail-Adresse hatten wir auch schon. Hier unten ist dann später die Tastatur. Das muss man in den Wireframes noch nicht... Okay, dann muss da oben aber auch stehen anmelden anstatt Login. Okay? Nee, das ist das Anmelden und wenn man schon einen Account hat. Okay. Ich sage nichts mehr. Das ist Kate, die Designerin. Genau. Und natürlich ein Passwort. Thomas sagt natürlich, man sollte die Sprachweise wählen, die der Zielgruppe gerecht wird. Genau. Das stimmt. Ja, das ist der Login-Screen, beziehungsweise die Login-Abfolge. Und man würde dann weiterkommen in so eine Art Chat.
Ich fand's ganz schön, wenn man, ich kam da eigentlich drauf, weil ich habe eine ganz tolle App, die heißt Resi. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine Nachrichten-App. Mhm. Und die nutze ich sehr viel, weil die wirklich in Chatform einem die Nachrichten präsentiert. Die machen sehr viel mit Giphys, mit Bildmaterial, mit Icons. Und das ist charmant und das ist, glaube ich, für die junge Zielgruppe gerade echt auf den Punkt getroffen. Mhm. Könnt ihr euch mal anschauen. R-E-S-I. Resi. Auch eine deutsche App. was Resi heißt, weiß ich allerdings gar nicht. Und so kann man sehr schön Sachen abfragen, ohne dass es so ein striktes Formular ist, sondern man leitet den Nutzer dadurch. Man kann schöne Texte schreiben, wie zum Beispiel, ich habe es jetzt einfach mal hier reingeschrieben, hey Kate, wie aufregend, bald geht's auf große Reise. So, es ist im Prinzip so, wie wenn man einem guten Freund schreibt, der einen abfragt, was brauchst du denn, wo geht's hin, wie lange verreist du und so weiter. Genau, da kann man dann eingeben Island, das ist dann über Länder, wird dann sozusagen aus der Freitexteingabe das erkannt, dass es in das jeweilige Land geht oder in die Stadt. Genau, man kann natürlich dann auch Icons einsetzen oder Emojis. Dann tippt der Gegenüber. Man kann das Ganze auch überspringen, wenn man darauf keine Lust hat. Dann kommt man erstmal zu so einer Standardliste. Mhm. Wenn man jetzt keine Lust hat oder keine Zeit hat, das alles jetzt einzugeben, dann hat man natürlich eine nicht so personalisierte Liste, aber man bekommt dann zumindest den Grundstock vorgeschlagen. Danke, Dennis. Ich finde es bisher gut, wie du das Ganze präsentierst. Cool. Schreibt mir da gerne Feedback. Ich gehe darauf gerne ein. Genau, dann haben wir den dritten Step. Einfach damit man so ein bisschen sieht, wie diese ganze Chat-Mechanik funktioniert. Haben wir als dritten Step dann... Oh, gute Idee von Daniel. Ist es geplant, sobald der Reiseziel bekannt ist, ein paar einfache Sätze, Vokabeln zum Lernen in der App anzubieten? Ah, auch schön. Hm. Ja. Das finde ich cool. Gute Idee. Das können wir auf der Detailseite auf. Mhm. Genau, wir können es hier mit einfließen lassen. Ich schreibe es mir mal hier drunter. Einzelne Vokabeln. Sehr groß. Vokabeln in der jeweiligen. So ein Live-Schreiben, ne? Sprache. Ja, Live-Schreiben. Ja, das ist genauso wie wenn einem jemand zuguckt, wenn man Texte schreibt. Das geht auch immer. Genau. Finde ich sehr schön, den Vorschlag. Finde ich gut. Das kann man auch schön als Chat-Inhalt mit einbringen. Übrigens, Kate, wusstest du, dass auf Isländisch Hallo, ich weiß es jetzt gar nicht. Vielleicht könnt ihr das mal nachschauen. Und wahrscheinlich Hey. Ja, Hey halt. genau. Und dann fragt mich die App, was ich dann mitnehme. Ob ich einen Rucksack mitnehme, da würde ich dann einstellen, wie viel Liter der Rucksack hat. Mhm. Bei Backpacking-Rucksäcken weiß man meist, das steht meist drauf, wie viel Liter die haben, damit die App auch ungefähr weiß, wie viel Platz ich habe. Wenn ich jetzt nur mit Handgepäck reise, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn ich mit einem 40-Liter-Rucksack reise. Ja. Ich kann natürlich auch umstellen, wenn ich jetzt nicht mit einem Rucksack reise, dass es ein Koffer ist, dann würde sich unten die jeweilige Anzahl eher in Kilogramm einstellen lassen, weil man, glaube ich, beim Koffer nicht weiß, wie viel Liter der Koffer fasst. Mhm. Fand ich ein bisschen einfach. Ah, Danilo sagt, hallo. Sagt man auf Islandisch. Hallo. 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 Mit einem Akzent auf dem O. Hallo. Genau, ja. Claire schreibt auch gerade, bei einem Koffer steht selten die Literanzahl drauf. Genau. Ja. Beim deswegen, Koffer, ja. Mhm. Deswegen haben wir unten die Kilogrammanzahl. Meist weiß man bei der Airline, wie viel man mitnimmt. Die Kate hat das alles schon. Ja. In ihrem. In meinem Kopf. Im Kopf und auf den Wirefilm und dem
Ah, du hast es gesagt, dann ist das andere dein Gehirn in der Cloud. Ja. Es wird schon. Manchmal wünscht man sich ja, dass man das, was man im Kopf hat, einfach direkt übertragen kann. Ne? Hm. Darin könntet ihr ja auch mal arbeiten. Hm. Ja. Genau, und dann haben wir hier halt auch ganz schöne Interaktionsmechanismen mit drin, dass man Sachen einstellen kann. Genau, das funktioniert sowohl mit den Litern als auch mit den Kilogramm. Und man hat eine schöne Interaktion für den Nutzer. Genau, dann habe ich geschrieben, mein Rucksack wiegt mein Rucksack sind 25 Liter, ist jetzt ein sehr kleiner Rucksack. Und dann können wir noch Dinge abfragen, wie weißt du schon wann und wie lang du nach Island möchtest. Dann könnte man den Zeitraum angeben, dann würde man auch die Packliste direkt auf das Wetter in Island optimieren können. Oder man könnte abfragen, was für eine Art von Urlauber man ist. Das hatte ich am Anfang schon erzählt. Ob man jetzt wandern möchte, ob man entdecken möchte, ob man eher der Poolboy ist. Was dann, okay, bei Island vielleicht nicht, aber wenn man jetzt. Warum nicht? Da sind ja diese Hot Springs und. Ja. Ob man Entspannungsurlaub machen möchte. Und da kann man auch sich ganz schöne Dinge überlegen. Also, falls ihr noch mehr. Falls euch da noch mehr Reisetypen einfallen, könnt ihr die gerne vorschlagen. Mhm. Ich fand als Poolboy so eine Flamingo-Poolnudel ganz cool. Ja, so kann man also auswählen, wie man reisen möchte, weil das natürlich auch so ein bisschen abhängig ist. Da kann man dann mögliche andere Sachen wären noch Extremsportler, Tarzan, also wenn man wirklich so auf Natur pur aus ist. Vielleicht ist man auch Daddy oder Familienmensch dann, oder man ist Boss und geht auf Geschäftsreise. Da packt man wahrscheinlich auch andere Sachen. Die Isländer sitzen den ganzen Tag im Hot Tub. Ist auch eine schöne Vorstellung. Ja. Also da ist natürlich führen die Touristen Wasserfälle fotografieren. Ja, also da kann man unendlich viele Auswahlmöglichkeiten machen. Ich habe jetzt erstmal ein Beispiel von dreien genommen. Genau. Wichtig ist auch, gerade schon in dieser Phase, dass man darauf achten muss, dass man die App am Anfang nicht zu sehr überlädt, sondern erst, dass man wirklich erstmal so sich auf die Kernfunktion beschränken sollte, das, was wirklich wichtig ist, damit man nicht so viel aufmacht und zum Schluss alles unübersichtlich wird und man eigentlich diesen ganzen Informations-Overload gar nicht mehr handeln kann. Deswegen lieber erstmal sich fokussieren und dann nette Kleinigkeiten zum Schluss noch hinzufügen. Das wäre so mein Tipp. Genau. Dann wird der Rucksack gepackt und man steigt ein und bekommt dann erstmal ein großes Bild wahrscheinlich oder ein Video vielleicht auch im Hintergrund. Ach so, hier steht, sehe jetzt schon die ganzen vielen Damen, die sich beschweren. Ich bin ja auch eine Dame. Wir können auch Entdeckerin. Ach so, nee, weißt du, wir wissen ja schon, wen wir haben. Also, hallo Kate. Ja. Dann wissen wir ja schon, dass ich oder derjenige, der es eingegeben hat, ob er männlich oder weiblich ist. Dann können wir das darauf optimieren. Natürlich sind auch hier die Frauen gemeint. Aber good point. Ja. Finde ich auch. Guter Punkt. Außerdem können Frauen auch Boss sein. Ja, na, absolut. Heißt doch auch. Also Boss ist Boss. Ein Boss ist ein Boss. Männlich oder weiblich? Ja. Ist egal. Genau. Dann haben wir hier die Detailseite mit einer Headline, mit einem schönen Aufmacherbild. Und Kate, ich tue dich... Die Zeit ist zu Ende. Die Zeit ist zu Ende. Die Zeit ist fast zu Ende. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir hatten nicht ganz Zeit, das ganze Wireframe anzugucken. Können wir morgen weitermachen, bevor wir da anfangen, da Design-Elemente reinzutun.
war schon ganz schön spannend zu sehen, wie du von den Skizzen, deine Moodboards, deine ganze Arbeit vorbereitest, um dann eben dann hier in diesem Fall in Adobe XD das Wireframe und ohne Interaktion im Moment, glaube ich, oder? Im Moment noch ohne Interaktion. Ja. Und morgen, ja, und morgen, was machen wir einfach weiter an diesem, an diesen sieben Sachen? Genau. Sieben Sachen. Und Oliver, ich kontaktiere dich sobald ich kann. Okay? Und möchtest du noch was sagen? Wie war das erste Livestream? War schön. Der erste Livestream von diesen drei Tagen. Gleich geht's weiter mit Rainer Rösing und Clive. Clive als Moderator, der sitzt schon da ganz nervös. das schaffst du schon. Klasse performt Kate. Danke, bis morgen. Schön, ah ja, dann. Bis morgen mit Kate. Aber gleich geht's weiter hier auf adobelive.com. Da ist der Chat und auch das ganze Programm für die drei Tage. Bleibt hier, wir sind gleich zurück. Vielleicht noch eine Sache. Ja. Morgen gehen wir dann auch wirklich ins Design und ans Live Adobe XD ausprobieren. Also okay. Verzeiht mir, wenn es heute vielleicht nicht so live gebaut wurde, aber morgen haben wir dann genug Zeit, um wirklich einzusteigen. Cool. Freut euch. Gleich geht's weiter mit Clive und Rainer.